präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Moin Männer, Ladies and Gentlemen, was geht denn ab? Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Guckt mal einer an, wer da ist. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Na, wie geht's euch denn? Alles in Ordnung bei euch? Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Gentlemen, es ist bald soweit. Gestern ging es los. Die ersten Content Creator konnten also zum allerersten Mal FIFA 23 spielen. Ich persönlich noch nicht. Ich hab's erst ungefähr Donnerstag, Freitag ungefähr. Aber ich habe mir natürlich auch schon ein bisschen Gedanken gemacht über dieses Game. Und ich möchte heute meine Gedanken mit dir natürlich, mit dir wunderschönen Personen, die entweder auf dem Klo sitzt oder auf dem Balkon, oder ob die Freundin oben drauf sitzt, völlig egal, ja. Ich zeige dir heute mein erstes Starterteam. Und ich denke, dass man damit, glaube ich, echt gut fährt. Ich habe mir mal so als Profit für dieses Team, fürs erste Starterteam, habe ich mir so ungefähr so 50.000, 60.000 gesetzt. So, dass man mal ungefähr so ein Team hat, mit dem man ein bisschen Gas geben kann, um sich dann immer ein bisschen zu steigern. Freunde, wenn euch dieses Video gefällt, ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn ihr dem ganzen Video einen Daumen nach oben da lassen würdet. Schreibt einen Kommentar und mit dem Abo-Button auf jeden Fall kein Video verpassen. Wie gesagt, Donnerstag oder vielleicht Freitag geht's bei mir los mit FIFA 23. Ich freue mich auf euch, Gentlemen. Wir starten aber mit dem Teambau. Und ich habe so ein paar Gameplay-Sequenzen mir angeguckt. Ich habe ein bisschen Angst gehabt wegen der Spielweise. Ich habe jetzt erstmal die 4-3-3, die zweite genommen. Weil ich es persönlich eigentlich immer ganz cool finde, wenn ein ZDM dabei ist, einfach um ein bisschen noch mal ein bisschen mehr noch nach hinten zu arbeiten. Das hat bei mir bei FIFA 21 und 22 immer gut funktioniert. Hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Ich sage auch aber hier jetzt schon, ich habe mich nur für eine einzige Liga entschieden. Und ich muss wirklich tatsächlich gestehen, das hier wird ein Bundesliga-Team. Warum? Sage ich euch auf jeden Fall gleich. Wir starten aber auf jeden Fall erstmal im Tor. Ja? Im Tor und bei den zwei Innenverteidiger. Und da wird es nämlich ganz, ganz unkurios. Denn wir haben nämlich im Tor, haben wir nämlich den guten alten Kobel stehen vom BVB. Gemeinsam in der Innenverteidigung haben wir dann Nico Schlotterbeck stehen. Wir haben aber auch gleichzeitig durch den neuen Position Change, den man natürlich haben kann, haben wir hier Emre Can drinne. Diese drei hier, muss ich tatsächlich sagen, sind für den Start, für so ein Starter-Team, finde ich die jetzt wirklich gar nicht so verkehrt. Also gerade Emre Can, ne, der mir wirklich in FIFA 22 als seine, was waren das für eine Karte, Footies-Karte? Oder was das war, ich weiß es gar nicht mehr. Oder Shapeshifter war das, glaube ich. Ich muss sagen, der hat mir als Innenverteidiger echt gefallen, ne? Und ich bin auch der Meinung, ich will das weiterprobieren. So, Schlotterbeck und Can, gutes Team, gutes Pace, gutes Dribbling, gute Defensive-Werte. Can ist ein bisschen teurer wie Schlotterbeck, aber momentan noch gut verkraftbar, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube, mit den zwei wird es gut gehen. Dann machen wir auf der linken Seite weiter. Auf der linken Seite wird es dann nämlich der liebe, gute Herr Raum. Ja, der wird es auf jeden Fall. Der hat aus meiner Sicht einfach aktuell eigentlich die besten Werte für so ein Starter-Team. Wo ich dann auch wirklich sage, okay, mit dem lässt sich auf jeden Fall spielen. Ich lege immer so ein bisschen Wert drauf, dass die Außenverteidiger so ein bisschen gute Dribbling-Werte haben. Da kann man aber gleich noch pushen. Das zeige ich euch übrigens am Ende vom Video noch. Und dasselbe gilt übrigens für den rechten Verteidiger. Da habe ich mich aber für jemand anders da entschieden. Ich muss gerade suchen, wo er ist. Genau, da habe ich nämlich Masraoui vom FC Bayern genommen.
wo ich nämlich auch sagen muss, das sind so Werte, wo ich wirklich sage, das geht vollkommen in Ordnung. Also, muss ich sagen, geht vollkommen klar. Ich finde das absolut gut. Ein Außenverteidiger, erstmal über 80 Pace, das finde ich absolut in Ordnung. Wie gesagt, beweglich müssen sie sein. Gute Verteidigungswerte, die Passwerte, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie sich das ganze Game verhält. So, das ist ja noch nicht so zu 100%ig, das kann noch gepatcht werden und alles mögliche. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, ist es, glaube ich, wichtig, wie gesagt, dass du Spiele hast, die sich bewegen können. Und da sind die vier auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Ich mache erstmal mit den zwei ZMs weiter. Da habe ich mich nämlich auf der einen Seite, auch wieder in Dortmunder, ja, es ist krass, ich habe mich nämlich hier für Bellingham entschieden. Und auf der anderen Seite habe ich mich hier für Florian Wirtz entschieden. Ganz persönlich, weil ich persönlich sage, diese zwei haben so Werte, wo ich wirklich sage, okay, damit kann man ein bisschen besser vorarbeiten. Das sind auch für mich immer so zwei Karten gewesen, mit denen man wirklich mit Chemistry Styles wirklich eine Menge ausprobieren kann. Also das sieht man gerade an der Bellingham-Karte. Der hat zwar die 84 Dribbling, aber dadurch, dass der mehr Defensive hat, dadurch, dass der genauso viel Defensive wie Shoot hat, genauso viel wie Passen, genauso viel wie Pace, gute Füße eigentlich. Ich denke, das ist eine Karte, mit der man wirklich gut was ausprobieren kann, wie ich finde. Und ich finde, es ist nicht verkehrt, jemanden mit 80 Physis, glaube ich, reinzustellen. Ich denke, das wird wahrscheinlich sehr, sehr entscheidend sein. Also ich glaube, das wird, ja, ich glaube, du brauchst jemand, das habe ich zum Beispiel in einem Stream mit Haaland zum Beispiel gesehen, ich glaube, du brauchst einfach jemand, der wirklich ein Brocken ist, so ungefähr. Und ich glaube, umso mehr Physis, desto besser. Das tut jetzt bei Florian Wirtz zwar nichts zur Sache, aber auch hier muss ich tatsächlich sagen, der ist absolut beweglich. Und wie gesagt, das sind zwei Karten, wo ich wirklich sagen muss, mit denen kann man ausprobieren. Mit denen kann man wirklich unglaublich gut ausprobieren. Und ich setze auf die. Ganz, ganz klar. Dann, um die Abwehr zu stabilisieren, da habe ich mir auch was anderes einfallen lassen. Ich muss den Bruder gerade mal nur hier suchen. Grüße gehen raus an Footbin. Da ist wohl mit dem Vorschlagen noch nicht wirklich alles in Ordnung. Ach, da haben wir ihn ja doch. Und zwar Leimer von Leipzig. Wo ich wirklich sagen muss, wenn ich mir diese Stats hier angucke, ne? 84 Pace, 79 Dribbling, 81 Defensive, 78 Physis, 78 Pass. Die Karte ist gefühlt fast besser wie Kanté. Habe ich irgendwie so von den Stats irgendwie so, weiß nicht, Kanté übrigens 72 Pace dieses Jahr, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Aber das ist wirklich jemand, wo ich wirklich sagen muss, den kann man im ZDM spielen. Und das ist einer, der kann auch nach hinten arbeiten. Wenn man dem jetzt gescheit einen Chemistry-Style drauf gibt, was wir gleich noch tun werden, dann werdet ihr auf jeden Fall auch sehen, dass man da wirklich nichts falsch machen kann. Also ich finde wirklich diese Dreierkette hier, ich glaube, die passt gut zusammen. Und gerade, weil die, wenn man die alle drinstehen hat, weil man ja volle Physis hat, weil die ja im Prinzip alle über 80 passen haben müssen, ich glaube, dass du mit den drei wirklich gut klarkommst. So, und dann, was ich in den Streams auch gesehen habe, du brauchst flinke Flügelspieler. So. Und da gibt es in meinem Starterteam eigentlich nur zwei Leute, die das machen können. Das ist auf der einen Seite Leroy Sané und auf der rechten Seite, wo ist er, Moussa Diaby. So, diese zwei, die müssen das definitiv richten. Bei Diaby ist bloß immer das Problem, das war in den letzten zwei FIFA-Teilen so, Diaby hat ein großes Problem mit der Ausdauer. Und ich weiß nicht, wie sich das in FIFA 23 auszahlen wird. Da kann ich noch nicht viel dazu sagen. Weiß ich nicht, aber man muss natürlich nicht lange drüber reden, ne? Also die zwei sehen natürlich absolut super aus. Hier 4 Stats über 80, hier haben wir 93 Pace, wir haben 87 Dribbling, dafür haben wir 270er Stats, naja gut, okay. Aber man kann mit diesen zwei Stats arbeiten und ich glaube, das sind zwei. Diaby hat sich immer unglaublich flink angefühlt und ich hoffe,
dass das in diesem FIFA auch wieder der Fall sein wird. Und vor allem, die kosten aktuell noch nicht zu viel. Ne? Ich kann euch das mal übrigens hier mal kurz hier zeigen. Das ist so der aktuelle Stand hier. Ne? Wir sind bei Diaby bei 9.000, wir sind bei Sané bei 6.000. Ein ganz teurer wäre aktuell Bellingham für 15. Ne? Aber ich glaube, da ist die Preisrange, glaube ich, aktuell noch ziemlich kaputt. Aber ansonsten, das geht eigentlich klar aktuell. Und natürlich, als Stürmer, was soll ich euch erzählen? Die letzten zwei FIFAs hat er mich mit seiner Goldkarte schon überzeugt. Natürlich ist es Timo Werner. Muss man nicht lange drüber rumreden. Der Kerl hat in den letzten zwei FIFAs bei mir so viele Dinger reingeschossen. Es war wirklich geisteskrank. Und ich hoffe wirklich, dass das in diesem FIFA wieder der Fall sein wird. Timo Werner, ich setze auf ihn. Unglaubliche Schusskraft. Sprintet unfassbar schnell, muss man dazu sagen. Und er hat sich irgendwie immer wunderbar freigelaufen. Und das hat Werner immer wieder ausgemacht. Ich hoffe, dass das auch wieder in diesem FIFA so sein wird. Das ist erstmal mein Team hier. Kostenpunkt an dieser Stelle habe ich übrigens hier oben stehen. Das seht ihr jetzt nicht so ganz. Ist übrigens 56.000 Münzen. So, ich denke, dass man da nichts falsch machen kann, für so ein Team 50.000 auszugeben. Ich finde, das ist absolut in Ordnung. Denkt dran, Leute, wenn ihr dieses Spiel in ein paar Tagen anfangt, fangt nicht wild an, irgendwie hin und her zu verkaufen. Das wird nicht funktionieren aktuell, weil sich die ganzen Preise noch ein bisschen einlagern müssen. Es kann natürlich auch sein, dass dieses Team noch ein paar K teurer wird. Das kann natürlich gut möglich sein. Aber es wird euch jetzt nichts bringen, alle Goldkarten zu verkaufen. Es wird euch nichts bringen, alle Topspieler zu verkaufen, weil alle noch steigen oder sinken werden. So. Deshalb seid da bitte vorsichtig. Einzige Ausnahme, wie ich finde, ist, wenn ihr gute Bronze- oder Silberkarten habt. Weil das wird nämlich am Anfang von FIFA 23, wenn die ganzen SBCs machbar sind und man diese ganzen kleinen Spieler braucht, dann ist sowas auf jeden Fall wichtig. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video hier ein bisschen weiterhelfen. Probiert's mal aus oder schreibt mir in die Kommentare, was ihr für ein Team habt. Mich wird's auf jeden Fall interessieren. Ansonsten kann ich nur so viel sagen, wir treten diese Woche die letzte Challenge für Gerold Steiner an. Ja, der FSV Frankfurt will noch die Champions League gewinnen, diese Woche. Und dementsprechend, das werden wir erledigen, bis wir FIFA 23 haben. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wir sehen uns im Livestream morgen Abend oder im nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut, tschüss, ciao, reingehauen. Auf Wiedersehen. Tschüssi.